Hey Leute, Kicks am Start. In diesem Video erkläre ich euch alles, was ihr wissen müsst über das neue Super Bowl Event, wie ihr unter anderem die NFL-Felgen freischalten könnt und wie ihr besser werdet in den neuen Gridiron-Modus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben das neue Super Bowl Event am Start und können unter anderem diese Felgen freischalten, einen Titel und wir können auch Super XP farmen. Ich gebe euch jetzt ganz wichtige Tipps und Tricks, wie ihr euch da viel, viel leichter tut. Wenn ihr nichts mehr rund um Rocket League verpassen wollt, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du mir ein Abo da lassen würdest und auch die Glocke aktivierst. Wenn du mich supporten möchtest als kleinen Creator, geh hier oben rechts auf Unterstütze einen Creator. Bei der PlayStation ist es auf R2 und gib im Shop meinen Creator-Code KICKSTIPS ein. Das kostet euch keinen Cent, supportet mich aber als kleinen Creator. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das alle 14 Tage erneuerst. Wir müssen jetzt direkt hier auf Herausforderungen ansehen drücken. Das ist R1 bei der PlayStation und dann hier auch nochmal auf X auf Herausforderungen ansehen. Denn dann kommen wir auf die Event-Missionen. Bei den Event-Missionen haben wir hier einmal den Gridiron-Titel. Den bekommen wir für 5 Matches in dem neuen Modus. Den zeige ich euch jetzt dann gleich natürlich noch und vor allem auch, wie ihr auf dem Modus drauf kommt. Dann müssen wir natürlich auch gut sein in dem neuen Modus, denn wir brauchen 3 Siege, um die neuen Felgen, diese Reifen zu bekommen mit dem NFL-Logo und dem Football drauf. Also das ist sozusagen die Kernmission in diesem Event. Und wir haben noch eine Mission, bei der bekommen wir 20.000 XP für jedes 10. gewonnene Online-Match. Also nicht nur die Event-Matches zählen, sondern auch ganz normale Matches. Wenn du generell besser werden möchtest in Rocket League, kann ich dir das Video hier oben rechts empfehlen. Da ist für jeden von Bronze bis Platin was dabei. Wir müssen jetzt einfach hier auf X drücken, um den neuen Modus zu spielen und dann auch nochmal ein weiteres Mal X drücken, um dann wirklich die Spielersuche zu starten. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Dazu müsst ihr einfach hier auf Spielen gehen und dann auf zwangloses Spiel und dann starten wir direkt hier in den befristeten Modus Gridiron rein. Der Gridiron Modus ist ein 4 gegen 4 Modus, also zockt am besten mit euren Kumpels. Das ist mein Tipp Nummer 1. Mit Mates ist es viel, viel leichter wie mit Randoms. Wenn du noch nicht so viele Leute hast, mit denen du gemeinsam Rocket League zocken kannst, komm gerne in meinen Discord. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung, denn dort haben wir unter anderem eine Rocket League Spielersuche. Dann haben wir auch einen Rocket League Club und auch einen Marktplatz, wo du zum Beispiel Sachen traden kannst. Wenn du ein bestimmtes Item haben möchtest, kannst du zum Beispiel dort sehr gerne vorbeischauen. Das Besondere an dem Gridiron-Modus ist, dass man wie beim Rumble-Modus die Spikes hat. Also wenn du den Ball berührst, hast du automatisch keinen Boost mehr, aber der Ball bleibt wirklich auf dir kleben. Schießen kannst du, wenn du zweimal X drückst, dann schießt du den Ball praktisch ins Tor. Aber mit der Punkteaufteilung ist es jetzt sehr interessant, denn manche Tore geben 3 Punkte und manche Tore geben 7 Punkte. Das ist euch vielleicht schon aufgefallen. 7 Punkte gibt es dann, wenn du mit dem Ball direkt ins Tor reinfährst, also praktisch nicht den Ball schießt, sondern wirklich mit dem Ball reinfährst. 3 Punkte gibt es dagegen dann, wenn du den Ball eben schießt. Also schießen, wie gesagt, einfach flippen sozusagen, dann schießt du den Ball. Manchmal ist das die bessere Variante, gibt zwar wenige Punkte, aber trotzdem, der Ball ist im Tor, 3 Punkte haben oder nicht haben, da ist es doch manchmal die bessere Lösung, einfach den Ball reinzuschießen. Generell empfehle ich euch, da ihr keinen Boost habt, versucht die Gegner irgendwie ein bisschen auszutricksen. Also fahrt nie straight auf das Tor zu, sondern nehmt einfach ein paar Kurven, bisschen links, bisschen längs, rechts, versucht die Gegner zu verwirren, so habt ihr einfach die besten Chancen. Wenn ihr mich mal beim Rocket League spielen sehen wollt, dann könnt ihr sehr gerne auf Twitch vorbeischauen. Am Freitag, also morgen, werde ich auch wieder einmal Rocket League zocken, live im Stream, ab 14 Uhr geht's los. Checkt das auf jeden Fall mal aus, der Link auch dazu ist in der Videobeschreibung. Hier sieht man jetzt auch nochmal sehr schön ein weiteres Beispiel, wie man eben 7 Punkte holen kann. Also mein Mate hat hier den Ball erobert und er schießt den Ball eben nicht, sondern fährt mit dem Ball ins Tor. Also das ist auch auf jeden Fall ein Trick, den ich euch mitgeben kann. Und dann gibt es noch eine weitere Besonderheit. Wenn ihr den Ball habt und ihr fahrt an der Seite zu weit hoch, dann seid ihr automatisch eben aus und ihr verliert den Ball. Also ich zeige euch nochmal jetzt ganz genau diese Linie. Ihr seht dieses Orange, eine eingefärbte oder das Blaue eingefärbte. Und sobald ihr da über diese Linie drüber fahrt, dann ist es soweit und ihr seid im Aus. Das solltet ihr beachten. Jetzt hört auf das Lama in der Endcard. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Kicks.